Schauen wir noch einmal auf die andere Seite des Ozeans, des Atlantiks, USA und Kanada. Es gibt Verhandlungen der EU-Kommission mit den USA und auch mit Kanada über Handelsabkommen. Aber sehr viele Kritiker fürchten, dass es hier nur darum geht, dass amerikanische Konzerne die EU ausbeuten. Bevor man überhaupt über Handelsabkommen spricht, sollte man darüber reden, wie die Partner miteinander oder künftige Partner miteinander umzugehen haben. Ich halte es für inakzeptabel, überhaupt noch irgendein Handelsabkommen weiter zu verhandeln, solange nicht die Frage der Ausspähung von zig Millionen europäischen Bürgern durch die NSA, durch die Nationale Sicherheitsagentur der Amerikaner geklärt ist. Das hat das EU-Parlament ja verlangt in einer Entschließung, dass man das erstmal abwartet, aber es ist, die Kommission hat sich nicht daran gehalten an diese Schäden Empfehlung. Ist gar nichts, sondern man führt ein paar Gespräche darüber, wie sich die Geheimdienste in Zukunft besser schützen können, dass Leute wie der Herr Snowden sie öffentlich und weltweit vorführen. Die NSA sagt ja selber, sie schützt ja auch uns Europäer, indem sie uns abhört. Ich möchte mir nicht jeden Schutz gönnen, den mir die Amerikaner so telquel anbieten. Ja, ich habe schon bald den Eindruck, dass man von den Amerikanern zu Tode geschützt wird. Die Amerikaner sollen machen, was sie wollen, aber sie sollen uns Europäer in Ruhe lassen. Und insbesondere spreche ich ihnen das Recht ab, dass sie jeden E-Mail-Verkehr und jeden SMS-Verkehr und jeden Telefonverkehr eines jeden Europäers zu kontrollieren haben. Genauso wie ich ihnen eben das Recht abspreche, über das sogenannte SWIFT-Abkommen den gesamten Zahlungsfluss der Europäer zu kontrollieren. Beides hat man ihnen ermöglicht, beides geht sanktionslos, beides wäre aber aufzuklären, bevor man überhaupt über weitere Handelsabkommen mit ihnen redet. Aber nochmal zurück zum Handelsabkommen. Die Verhandlungen laufen, niemand kann sie aufhalten. Die Kommission gibt auch die ersten Entwürfe der Vertragstexte nicht heraus. Wenn jetzt tatsächlich ein solcher Text abgeschlossen wird und die Mitgliedstaaten der EU müssen den dann ratifizieren, rechnen Sie mit einer Debatte darüber? Wird die Öffentlichkeit daran beteiligt werden oder wird das alles durchrutschen in den Parlament? Ich befürchte, es wird keine Debatte geben. Nach schlechter Tradition wird man auch das sozusagen über die Rampen bringen, ohne dass man groß in der Öffentlichkeit darüber diskutiert. Leider ist auch die Materie zum Teil so kompliziert, dass man sich in der Debatte schwer tut. Man müsste also wirklich eine mediale Bereitschaft haben, diese Probleme und die Problemstellung umfassend darzustellen. Die ist nicht vorhanden. Und daher fürchte ich, dass das ziemlich ohne größere öffentliche Debatte und vor allem ohne größeren öffentlichen Widerstand über die Bühne gehen wird. Aber sind Sie prinzipiell für ein Handelsabkommen mit Kanada und USA oder eher weniger? Ich bin zunächst einmal dafür, dass man zuerst Fairness herstellt zwischen den Partnern und eine gewisse Garantie dafür hat, dass man auch gleich behandelt wird. Und dann kann man darüber nachdenken, in welchem Ausmaß der Güteraustausch und der Waren- und Dienstleistungsaustausch zwischen den beiden Partnern, also das heißt also USA und Kanada auf der einen Seite und der Europäischen Union auf der anderen Seite, Sinn macht. Das macht absolut Sinn. Wir sind eng verflochten, aber das kann nicht bedeuten, dass man sich gegenseitig ausspäht. Und in dem Zusammenhang muss man einfach sehen, dass das Ausspähen ja auch wirtschaftliche Gründe hat. Das NSA-Ausspähen. Natürlich. Das Ausspähen der Amerikaner gegenüber den Europäern hat ja auch den Zweck und vorwiegend den Zweck, sich wirtschaftliche Vorteile zu verschaffen, Informationsvorteile zu verschaffen und diese Informationsvorteile natürlich auch auszunutzen. Und das geht ja mal überhaupt nicht. Wissen Sie, ob die NSA die Frau Merkel auf ihrem Privathandy abgehört hat oder nicht, ist eigentlich relativ. Für den normalen Bürger ist es relativ irrelevant. Aber in dem Ausmaß, wie man wirtschaftliche Unternehmungen datenmäßig absaugt, ja, ist es eben von einer wirtschaftlichen Bedeutung. Und das ist am Rande der Wirtschaftskriminalität.